In de ruimte is hartje. Hey! Oh, en! Kapitän der Ratskommandant stellvertretender Herr Vizebürgermeister, Hauptmann Krombe gemeldet, Aschbacher Schützenkompanie, Feinaufordnung des Bataillons Schwarz, Schützengilde Achenkirch, gegen die Gebirgsschützen, unsere Wissenkameraden aus Sulzfeld und die Bläser der Bundesmusikkapelle Achenkirch, anlässlich 30 Jahre Schützengedenkmesse auf der Volker Mosholm mit den Ehrensalve angetreten. Ja, ich darf euch im Namen der Aschbacher Schützenkompanie zur heutigen 30. Schützengedenkmesse auf der Volker Mosholm alle wieder herzlich begrüßen. Aufgrund der 30-jährigen Messe möchte ich kurz ein bisschen was zum geschichtlichen Hintergrund von der Volker Mosholm sagen. 1800 war ganz Südbayern von den französischen Truppen besetzt. Eine größere Heeresmacht war im großen Antillensee. Es bestand die große Gefahr, dass in diese Truppen in Sachen reinfallen und dann weiter ins Innere Richtung Innsbruck zu marschieren. Um das möglichst zu verhindern, haben wir bereits im Mai 1800 2000 Mann kaiserliches Militär in die Sachen verlegt. Ebenso waren einige Schützenkompanien an Unterhand für uns da, die Oden, die Bergübergänge und Jochübergänge im Ernstfall verteidigen und beschützen hätten sollen. Achenkirch hat damals ca. 1000 Einwohner gehabt. Die haben fast verheilert worden. Das kann ich als Finanzquoten geben. Verheilert worden 2000 fremde Soldaten unterbringen und versorgen müssen, zusätzlich noch unzählige Feinde. Man kann sich vorstellen, dass wir damals ziemlich oder unmittelbare Zustände für die Nachbarn der Bevölkerung waren. Kurz vor Weihnachten ist dann die Gefahr ganz akut geworden, dass in diese männlichen Truppen einbrechen. Da hat der damalige Kommandant am 23. Dezember den Nachbarn von der Zivilbevölkerung räumen lassen. Die Nachbarn sind dann am Tag vor Weihnachten im tiefen Schnee, überall der Aufbauzieher, die Olma, Heilstadel, Sternhitten. Die Fahrgeistlichkeit und sehr viele daher, die bei Kamosalm, bei Dorom, waren auch die Achenkaler Schützen stationiert. Erwähnenswert vielleicht auch unser heutiger Namenspatron und Freiheitskämpfer von 1809, Anton Dominikus Aschbacher, war damals als erst 18-Jähriger bereits Fähnrich bei den Achenthaler Schützen. Und wie dann der damalige Pfarrer Alan Seidel am 25. Dezember den Achenthalern und den Schützen die heilige Weihnachtsmesse gelesen hat, da man vorne vom Talaufer die große Kirchenbrücke leiten fährt. Ein weiterer 80-jähriger Schwenkner Kreis ist im Turm hinten geblieben. Der hat sich angeblich um Mitternacht zur Kirche geschleppt. Und hat die große Glocke eine volle halbe Stunde lang geläutet. Und dieser Messstein da in der Gedenkstätte, der erinnert bis heute an die wohl härtesten Weihnachten für die Achenthaler Bevölkerung. So hätten wir jetzt ein paar Ehre noch gut gesehen. Und so sofort werden wir gleich anfangen mit unserem Schützenparaden. Warte da mal drauf. Weißt du, das ist ein polnisches Messgang, gell? Ja, das ist aber eine Überraschung. Ja, ja. Man muss wissen. Hans, danke, gell? Danke für euch. Christlichen Gruß, der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir bitten dich für alle verstorbenen Schützenkameraden
und ihre verstorbenen Angehörigen. Schenke ihnen ewigen Frieden in deinem himmlischen Reich. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dank sei Gott dem Herrn. Amen. Das ist der Maßstab. 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 Das ist